Nimmst du jetzt auf? Mann! Das ist unfair! Herzlich willkommen zum letzten Let's Wimmel aus unserem Packets der Schatten der Dämmerung. Der Schatten der Dämmerung mit zwei Mönchen, Titus und Caeso. Ich bin Titus. Erhalten vom Papst den Auftrag, in eine kleine Stadt Italien zu reisen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Gerüchten zufolge soll dort ein Dämon sein Unwesen treiben und immer mehr Menschen verschleppen. Einige Bewohner der Stadt sind bereits von dort geflüchtet und andere hoffen nun auf kirchlichen Beistand. So verlassen die beiden Mönche den Vatikan und beziehen ein für sich bergerichtetes Waldhäuschen. Hergerichtetes! In der Nähe von dem... Okay. Das ist ein Mönch? Wer ist das? Titus oder der andere? Ich hab keine Ahnung. Ist der eine. Waldhäuschen gemütlich und das da. Oh, der sieht doch schon mehr nach Mönch aus. Ist der andere. Eine andere. Gut. Aufräumen. Aufräumen. Katze. 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 Es macht sogar Mau. Cool, ich höre ja nichts. Feuerrad, das ist Katze. Verdächtig. Katze. Sicher. Äxte sind auch ganz viele. Schuh. Katze. So geil, wie das alles dreht. Wow. Leiter. Oh mein Gott. Säge. Brechen. Was ist eigentlich die Aufgabe? Rollen sie auf? Nee. Katze. Wie fehlt denn noch eine Katze? Ja, es fehlen noch ganz viele Katzen. Schraubenzieher, der könnte nützlich sein. Schraubenzieher sind immer nützlich. Katze. Katze! Gott verdammt, ich hab die Katze doch schnaufen! Katze? Ich komm nicht an die Katze ran! Super! Immer schön mit der Klappe der Katze auf den Dötz. Ich habe eine zweite Katze gesehen. Da ist eine Katze. Da ist noch eine Katze. Da ist noch eine weiße Katze. Katze. Blumentopf. Blumentopf? Blumentopf? Garten, Schere, Gießkanne, Hackebeil. Okay. Hackebeil ist da. Das ist eine Gießkanne. Nein. Das ist ein Säckchen auf jeden Fall. Das ist noch ein Rad. Und das müssen wir nicht wegnehmen. Gießkanne? Das ist doch keine Gießkanne, das ist eine Teetanne. Ja, wenn das eine Teetanne... Wenn das eine D-Tanne ist, und was ist das da? Das ist dann eine Das sieht aus wie ein Dachs oder so. Also ein Dachs. Meißel, Pinsel, 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 Stift. Schere? Zange. Zange. Die könnte nützlich sein. Ich würde es mal oh, recken. Recken. Irgendwas komisches. Das war die Schere, würde ich sagen. Oder das da ist die Schere. Das ist die. Das ist eine Schere. Eine große Schere. Ja, ja. Verdächtig. Verdächtig. Der Hobel ist verdächtig. Der Hobel, ne? Ja. Oh, warte nochmal da. Hier, den kann ich nicht mitnehmen. Noch nicht. Katze! Katze! Ich komme hier an diese verdammte Katze ran, obwohl die da ist. Nein, die Katze brauchen wir auch nicht mehr. Doch, da! Katze! Katze! Haben wir schon eine Maus oder so im Inventar? Schraubenzieher. Vielleicht kann ich mit dem Schraubenzieher die Katze nehmen. Gesucht sind Hammer, Meißel, eine Samentüte. Ich habe das schon drei eingesammelt. Hammer, Meißel. Katze! Ach, da ist sie. Das war doch nicht die untere Katze, die immer einen auf den Deckel kriegt. Hammer, Meißel. Ganz viele Katzen. Meißel, Pinsel, Schaufel, Seil. Das Seil liegt dir doch! Hier sind Schraubenschlüssel. Die kann ich nicht. Nimm dir den Schraubenschlüssel. Nehmen. Da ist ein Meißel. Ich frage mich, warum hier zwei Mäusedinger stehen, wenn so viele Katzen hier sind. Oh, ein Pinsel. Das war Zufall. Was ist das da oben? Komisch aus. Also das ist Geweih.
Oh, das recht sieht komisch aus. Oh, das sieht ja alles verdächtig aus. Was brauchen wir denn noch? Zwei Pinsel, eine Schaufel und eine Säge. Was ist die Säge? Ja, da komme ich nicht. Oh. Ich habe schon dreimal diese verdammte Säge angeklickt. Hammer. Brauchen wir noch Pinsel? Ja, warum können wir eigentlich die Luke aufmachen? Lass ich es. Weil wir es können. Zwei Pinsel und eine Schaufel. Aha. Ich sehe hier alles Mögliche, aber keine zwei Pinsel. Eine Schaufel. Mach doch mal den Vorhang zur Seite. Kannst du den unteren Bücherstapel bewegen? Gar nichts bewegen. Da. Wo ist die Schaufel? Es müsste ja... Ist das die Schaufel? Nee. Das ist ein Hocker. Hätte ja sein können. Da. Teufelchen, meine Güte. Pinsel. Doch. Und hier ist übrigens die Katze. Puh, endlich fertig. Sie trotzdem auch noch. Am nächsten Morgen. Morgen. Zeit. Oh. Willkommen to Marketplace. Das ist Italien. Ich weiß aber nicht, wie man... Verdächtig. Verdächtig. Oh, wir haben sogar Optionen. Oh. Wissen Sie etwas über den Dämon in der Stadt? Ist Ihnen in letzter Zeit etwas... Wir fragen erstmal das. Immer weniger Menschen bleiben in der Stadt. Deswegen muss ich mit der Preise meine Äpfel heruntergehen. Sollten noch mehr Menschen diese Stadt verlassen, muss ich meinen Stand schließen. Guten Tag. Möchten Sie etwas einkaufen? Die Äpfel sind heute in unserem Angebot. Ja. Der Dämon soll in der Abenddämmerung auftauchen. Viele Menschen behaupten, einen großen Schatten gesehen zu haben, bevor jemand verschwand. Das ist eigentlich ein Job für dich. Oh, ich soll lesen. Unser Schatten ist zwar klein, aber... Es ist eine Frau! Unser Schatten ist zwar klein, aber der Markt ist sehr Kannst schön. Kannst du es mal ordentlich machen? Ich habe keine Blumen. Oh komm, ihr Männer können das so toll. Nein, ich kann das nicht. Ich bin nicht geübt. Unsere Stadt ist zwar klein, aber der Markt ist sehr schön. Sobald es anfängt zu dämmern, sind die Straßen wie leer gefegt. Unsere Stadt ist zwar klein, aber der Markt ist sehr schön. Ich habe gehört, der Dämon erscheint nun abends. Zwei Mönche aus dem Wald in unserer kleinen Stadt. Das ist das, was er leben darf. Der Händler senken ihre Preise drastisch. Das muss wohl an der fehlenden Kundschaft liegen. Für mich ist das klasse. Mit meiner kleinen Rente bekomme ich jetzt mehr. Gehen die überhaupt Rente? Weiß ich nicht. Und dieser Dämon hat Flügel. Er fliegt über uns, wählt sich sicher schon sein neues Opfer. Aber ich bin viel zu alt. Ich werde verschont und ich kann jetzt ganz günstig einkaufen. Für mich hat das sich voll gelohnt mit diesem Dämon. Audi, sind Sie auch zum Einkaufen hier? Audi? Dann Hut auf. Die Leute tuscheln in letzter Zeit sehr viel über diesen Dämon. Einige behaupten, es gäbe ihn nicht, aber ich weiß, dass es ihn wirklich gibt. Ja, warum bist du denn auch da? Dieser Dämon, ach so, das war ja... Den da wollte ich ansprechen. Der Dämon in dieser Stadt ist wirklich eine schreckliche Plage. Er hat sogar schon meine Freundin Marie angegriffen. Sie konnten ihm zum Glück gerade noch entkommen, weil ich stamme eigentlich aus Texas, wie der Hut beliegt. Und daher benutze ich auf jeden Fall meine Schießwaffen. Aber Maria arbeitet in einem Atelier und andere Ende der Stadt. Wenn Sie einen Stadtplan haben, zeige ich Ihnen, wie Sie dorthin gelangen. Aber Achtung, sie hat eine Schießwaffe, weil ich habe ihr eine gegeben. Eine Schieß. Okay. Hä? Am anderen Ende der Stadt. Ist ja gut, ne?
komische hier. Was ist das denn hier für ein Also. Das war wohl verkehrt. Ich würde hier oben links gehen. Wenn es geht. Auf geht's zum Atelier. Das total am Arsch der Welt liegt. Zum Atelier. Guten Tag. Moment mal, sehen Sie nicht, dass Sie den haben? Ich muss das Atelier aufräumen. Wenn Sie mir helfen, meine Arbeit zu machen und das nächste Filmbild zu spielen, dann beantworte ich vielleicht die Frage. Wir müssen alle Gegenstände wegräumen. 31. Warum? Wieso lässt man sein Atelier so verkommen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich soll alle Mal unter Silien hier wegräumen. Okay, das können wir noch nicht. Dafür brauchen wir bestimmt eine. Käse. Guck mal, hier sind die ganzen Farben. Schätze ich mal. Ich muss erstmal hier unten alles wegräumen. Da ist nämlich nur eine Flasche und da sind Bilder und. Da ist ein Pinsel, da ist ein ich Pinsel. Ich weiß. Oh Gottes Willen. Was hat diese Frau hier nur gemacht? Alles andere, aber nicht gearbeitet. Pinsel. Da, ist auch ein Pinsel, ein großer. Nee, wir müssen hier sicher alles aufräumen, bis sie uns endlich mal Hinweise gibt. Das selber. Gehen wir lieber noch ein Bierchen trinken und dann ist gut. Nee, eine Milch. Scheiße, ich vergesse es immer wieder. Nee, du vergisst es eigentlich nicht immer wieder, sondern du bist einfach nur zu müde gerade, um das hinzubekommen. Hast du noch einen Pinsel gesehen? Oder da ist noch Farbe? Ja, das kann ich nicht. Was sollten wir damit machen? Vielleicht sollten wir ein wenig Alkohol auftragen. Was? Yo! Wir streuen noch 10 Mal unter Silien und wir suchen Alkohol. Lappen. Alkohol. Also eigentlich, er sucht Milch und Lappen. Oh Gott, das... Bin ich mit Schraubendreher? Ich hab doch keinen Schraubendreher. Natürlich hast du Schraubendreher. Oh, jetzt hab ich aus Versehen. Das ist noch ein... Achso, Lappen muss ich auch... Und du hast einen Schraubendreher dabei. Nein, habe ich nicht. Natürlich. Inventar. Oh, hab ich. Mensch. Ein Schwamm. Das ist der Bier. Der kann Flüssigkeiten aussaugen. Wo ist hier ohne Flüssigkeit? Nein, du brauchst noch Schnaps. Und ich brauche noch ganz viele Pinsel. Und. Da ist noch ein Fläschchen. Da ist noch ein Lappen. Warum haben die Statuen eigentlich nie Arme? Das gehört sich so. Das Brot. Das ist doch Alkohol, eindeutig. Nee, es ist nicht, sonst hätte ich es aussammeln können. Ja, ich suche ja den Alkohol. Das ist ja unglaublich. Die Zange will ich mitnehmen, die ist total verdächtig. Unpraktisch. Alkohol? Ich finde es auch irgendwie witzig Alkohol? In... Alkohol? Obwohl das ist ja wohl anscheinend doch schon ein bisschen moderner mit den chinesischen Schriftzeichen, finde ich eigentlich ganz witzig da an der Wand. Wo hast du da? Hast du das da? Ja. Aber von den Alkoholfläschchen habe ich schon mehrere gesehen. Wir müssen die sie danach einsammeln. Keine Ahnung, wo die noch sein sollen. Da oben. Da ist noch ein Lappen bunter. Wenn du noch irgendwo was siehst, dann sag es mir. Das sieht irgendwie aus wie ein Fischkopf. Hier. Ja, auf dem Kopf liegen, ne? Ja, genau. Ja, Entschuldigung, ich bin nervös. Das geht mir auf die Nerven. Ja, ich weiß, ich brauche Milch. Kannst du hier unten irgendwie was bewegen? Was ist das da? Ein Schwamm oder so? Das ist Käse. Der ist auch fast wie ein Schwamm. Ich hab so 3 oder 4 Mal gesagt, dass der Käse ist. Ich drück einfach mal wieder auf Tipp. Oh. Jetzt warte ich ein paar Minuten, dann drücke ich wieder auf den Tipp. Also wenn wir vorher was finden. Ja. Aber ehrlich, nur damit sie uns irgendwie. Für die Socken da? Nö, will sie nicht. Ja, mit der Socke kann man auch wischen. Oh, der Tipp ist noch nicht vorbei.
Der Eierbecher sieht auch verdächtig aus. Welcher Eierbecher? Der Eierbecher.